Ich besitze nur noch 38 Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank und bin damit glücklicher als jemals zuvor in meinem Leben mit einem riesig vollen Kleiderschrank. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, was ihr alles auf meiner Kleiderstange findet und warum ihr vielleicht auch mit einer Capsule Wardrobe viel glücklicher sein könntet und weniger Stress habt. Und wie immer gebe ich euch ganz am Ende noch meinen besten Tipp, damit ihr auch mit weniger Kleidung glücklich seid. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, ich bin Sven, studierter Wirtschaftspsychologe, Minimalist, Freelance, Fotograf und Videoeditor und immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken. Und genau darum geht es auch hier auf diesem Kanal. Ich nehme euch mit auf meine persönliche Reise, zeige euch mein Leben und teile dabei meine Erfahrungen mit euch. Aber ich würde sagen, wir legen los. Bevor ich zum Minimalisten geworden bin, hatte ich einen extrem vollen Kleiderschrank. Ich stand jeden Tag davor und habe mir gedacht, was ziehe ich jetzt heute an, wie kombiniere ich das eine mit dem anderen, damit ich damit auch irgendwie glücklich bin und rausgehen kann. Ich hatte einfach eine riesige Auswahl von Hosen, T-Shirts und natürlich auch Schuhen, dass es für mich eine richtige Aufgabe war und mich auch oft gestresst hat, da das richtige Outfit zu finden. Deshalb war es tatsächlich eine der allerersten Stationen, die ich aussortiert habe, als ich zum Minimalist geworden bin, weil ich gesagt habe, der Kleiderschrank ist immer eine gute Sache und da liegen bestimmt super viele Sachen rum, die ich schon gar nicht mehr anziehe. Und deshalb nehme ich euch direkt mit rüber zu meiner Kleiderstange, um euch zu zeigen, was von diesem Aussortieren noch übrig geblieben ist. Ich würde erstmal sagen, wir fangen ganz unten an und zwar mit meinen Schuhen. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Schuhen, die ich die meiste Zeit trage und das sind eigentlich meine Nike-Sneaker. Also, das sind die ganz klassischen Nike Dunks hier, ich glaube, die heißen Panda oder sowas, aber die trage ich eigentlich 99% der Zeit. Ich finde die super angenehm, in denen kann man super laufen. Wenn es dann mal ein bisschen kälter wird, habe ich auch noch meine großen Boots. Also das sind Vollleder-Boots, die ich eigentlich aber auch nur rein im Winter trage. Also ich finde, für den Sommer sind die nicht immer ganz perfekt geeignet. Mein drittes Paar Schuhe sind dann die Nikes hier. Also das sind ganz einfache Nikes, also nichts Besonderes. Die sind tatsächlich auch nur für den Sport da, wenn ich mal Sport mache. Also mit denen gehe ich ins Fitness oder mal laufen mit denen, aber für sonst benutze ich die eigentlich nicht so viel. Mein letztes Paar Schuhe sind dann ganz einfache Flipflops oder Sandalen. Das sind tatsächlich die Schuhe, mit denen ich natürlich einerseits im Schwimmbad rumlaufe, andererseits aber vor allem eigentlich am allermeisten auch zu Hause. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit einem Schritt oben drüber und das sind dann tatsächlich meine Hosen. Hosen habe ich 3 Stück, von daher geht das auch relativ schnell. Ich würde sagen, wir fangen an mit meiner kurzen Hose und davon habe ich tatsächlich nur eine einzige. Also ich habe eine einzige kurze Hose, wie ihr sehen könnt, die ist von Quicksilver und die ist einerseits eben, wie gesagt, eine ganz reguläre kurze Hose, aber gleichzeitig ist die auch eine Schwimmhose. Das heißt, die ist so ein bisschen Multipurpose für mich. Ich finde die super angenehm, die hat hier so einen Stretch und ich finde, also wenn man sich die so ein bisschen anschaut, die kann man eigentlich auch relativ gut so casual tragen. Klar, du hast hier an der Seite so ein bisschen das und hier die kleinen Taschen. Aber ich finde, das ist so eine sehr, sehr gute Multipurpose-Hose, wie gesagt, fürs Schwimmen und auch mal fürs Rausgehen. Dann kommen wir zu meiner zweiten Hose, die ich eigentlich immer trage, wenn es ein bisschen angenehmer sein soll. Also das ist eine ganz klassische Cargo-Hose, wie ihr sehen könnt, mit ganz vielen Taschen. Die ist hier oben auch mit Stretch und allem. Ich finde die auch super, super angenehm. Also die kann man eigentlich immer tragen, wenn man gerade mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, chillen will oder irgendwas so machen möchte. Super angenehm, super leichter und vor allen Dingen auch dünner Stoff, also damit kann man auch sehr, sehr gut rausgehen. Im Winter manchmal ein bisschen kalt, aber wie gesagt, das ist meine Hose, die ich eigentlich immer anhab, wenn es mal ein bisschen entspannter sein soll. Und als letztes dann aber noch die Hose, die ich eigentlich fast die ganze Zeit übertrage. Und das ist tatsächlich einfach nur so eine schwarze Jeans von Levi's. Also ich muss sagen, die passen mir persönlich einfach am besten und ich habe die jetzt auch schon länger und man sieht vielleicht nichts daran und das ist genau auch das Gute an der Hose, finde ich. Also die ist super haltbar, ich finde die richtig, richtig gut. Von der Länge her passt sie mir auch wunderbar und ich mag auch den Jeansstoff, weil es halt nicht so ein, ich will nicht sagen unkomfortabler Jeansstoff ist, sondern der ist richtig angenehm auf der Haut. Also von daher ist das wahrscheinlich die Hose, die ich am allermeisten trage und deswegen auch meine absolute Lieblingshose. Und ich hatte es vorhin tatsächlich ganz vergessen ins Bild zu legen. Ich habe gar nicht 3 Hosen, sondern es sind sogar 4. Und die letzte ist einfach so eine kurze Hose, so eine kurze Jogginghose. Das ist eigentlich immer nur die Hose, die ich, egal wo ich bin, zu Hause trage, weil ich
muss ehrlich sein, zu Hause möchte ich ungern in Jeans rumlaufen oder in anderen langen Hosen. Und da ist einfach so eine kurze Jogginghose wie die hier super angenehm ist. Von einer Marke, die ich selber nicht kenne, die habe ich irgendwann mal irgendwo gekauft. Einfach nur zwei Taschen. Super angenehm, wie gesagt, trage ich eigentlich immer, wenn ich zu Hause mache und tatsächlich auch diese Videos filme. Kommen wir jetzt zum Thema T-Shirts. Und das ist tatsächlich der einzige Punkt, wo ich sage, da könnte ich in der Zukunft noch ein bisschen was verändern, weil ich persönlich mir noch nicht sicher bin, ob ich bei der Anzahl bleibe. Aber tendenziell habe ich insgesamt aktuell 7 verschiedene T-Shirts. Ich würde sagen, wir fangen mit den T-Shirts an, die wahrscheinlich die meisten Minimalisten haben. Und das sind tatsächlich einfach nur ganz normale schwarze T-Shirts. Davon habe ich 5 Stück, also 4 liegen jetzt hier, 1 habe ich gerade an. Und wie gesagt, das sind einfach nur ganz normale schwarze T-Shirts, alles ohne Print und nix, ohne irgendwelche Taschen, ganz normaler Rundhalsausschnitt. Weil ich finde, das sind einfach die T-Shirts, die man am einfachsten irgendwie mit anderen Sachen kombinieren kann. Ich finde, schwarz geht als Farbe natürlich immer. Dazu habe ich noch ein weißes T-Shirt, das ist eigentlich genauso wie die schwarzen T-Shirts, wie gesagt. Wenn ich das jetzt mal nicht auf links gedreht hätte, sondern andersrum. Da sind ebenfalls keine Prints drauf und kein gar nichts. Das ist ein ganz normaler Rundhalsausschnitt. Und das ziehe ich eigentlich normalerweise an, wenn ich mal ein Hemd trage oder einen Anzug, dass ich natürlich auch ein weißes T-Shirt drunter habe. Und das letzte Shirt, was ich habe, ist einfach so ein Activewear-Shirt, also so ein Sport-T-Shirt. Wie gesagt, aktuell mache ich nicht so viel Sport, deswegen reicht mir tatsächlich eins. Wenn ich mal wieder mehr Sport machen sollte, dann werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal 1, 2 zulegen. Ihr habt jetzt eben meine T-Shirts gesehen, deswegen komme ich jetzt direkt auch schon zu dem, was ich manchmal drüber trage und das sind tatsächlich meine Hemden. Da seht ihr auch, es wird ein bisschen farbenfroher, sind an der Anzahl tatsächlich 4 verschiedene und das ist halt eben, wenn ich mal rausgehe und Lust habe, ein bisschen was über dem T-Shirt nochmal drüber zu haben. Das erste Hemd, was ich hier habe, ist also eigentlich nur so ein Überwerfhemd und das, was ich wahrscheinlich auch am allermeisten trage. Sieht jetzt relativ unspektakulär aus, ist es tatsächlich auch, ich glaube, das spektakulärste an dem Hemd, jetzt muss ich es gerade mal suchen, ist, dass es hier vorne so eine kleine Tasche hat, die ich aber eigentlich nie benutze. Fand ich aber auch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man sich das anschaut. Jetzt kommen wir zu dem, ich würde mal sagen, ausgefallensten Teilen in meinem Kleiderschrank und das sind tatsächlich so ganz leichte Überwerf-Shirts. Die meisten davon, oder ich glaube sogar alle, sind auch kurzärmelige Shirts, also das ist alles für den Sommer eigentlich eher gedacht. Gerade für den Urlaub ganz cool. Die haben sogar als, würde ich mal sagen, einzige Sachen in meinem Kleiderschrank auch so ein paar Prints hinten drauf. Also das sind so ganz verschiedene Prints. Das habe ich einmal in schwarz-weiß. Dann habe ich das auch einmal nochmal mit ein bisschen mehr Farbe. Wie gesagt, ist auch alles kurzärmlich und bringt einfach so einen kleinen Touch, wie gesagt, gerade für den Sommer einfach mal mit rein, dass man da auch mal so ein bisschen Abwechslung hat. Und das letzte ist dann natürlich auch nochmal so ein bisschen dunkler gehalten. Nicht ganz so viel Gelb ist da drin. Aber im Endeffekt alles in einem sehr, sehr ähnlichen Stil. Überall mit so Artprints drauf, was ich persönlich eigentlich immer ganz, ganz cool finde. Kommen wir jetzt zu dem fast schon letzten Teil für meine Oberteile. Und das sind tatsächlich meine Pullis. Und da habe ich tatsächlich auch nur 2 Stück. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Also, kommen wir zu meinen Pullis. Natürlich auch alles wieder in schwarz. Der erste ist hier so einer, der so ein bisschen, also es ist kein Turtleneck-Pulli, aber der Hals ist hier oben so ein bisschen höher und mit ein bisschen Stretch. Das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Pulli, genau, von Zara. Natürlich langärmlich, also eher so ein Sweatshirt anstatt so ein Hoodie. Und den trage ich relativ selten, um ehrlich zu sein. Also wahrscheinlich könnte ich ihn sogar aussortieren, weil ehrlicherweise trage ich persönlich nicht so gerne Hoodies. Ich ziehe meistens ein T-Shirt an und dann eine Jacke drüber. Aber wenn ich dann mal gerne rausgehe und auch ein bisschen dickeren Hoodie brauche, habe ich hier meinen richtigen Kapuzen-Hoodie. Der ist von Tommy Hilfiger und hat hier unten auch diese klassischen Taschen. Ich versuche dabei immer darauf zu achten, dass die Prints einfach nicht zu groß sind. Also hier ist ein relativ kleiner Print vorne drauf. Und hier an der Kapuze eben nochmal, aber das finde ich eigentlich, wenn man sich den Pulli mal so anschaut, vollkommen in Ordnung. Das ist mir jetzt nicht zu viel. Idealerweise wäre gar kein Print drauf, aber wie gesagt, Hoodies und Pullis oder Sweatshirts trage ich eh nicht so oft. Ich finde sie einfach manchmal nicht so angenehm und trage dann einfach direkt lieber eine Jacke. Und wenn wir schon über Jacken sprechen, kommen wir doch direkt dazu. Jacken habe ich tatsächlich nur 2 verschiedene, die mir aber eigentlich für jedes Wetter vollkommen ausreichen. Die erste Jacke und die ich wahrscheinlich auch am meisten trage, ist so eine Regen-Windbreaker-Jacke, würde ich mal so behaupten. Also die ist von VD, Vought oder wie auch immer. Ich habe nie gelernt, wie man den Namen richtig ausspricht. Aber das ist eigentlich die Jacke, die ich immer mit dabei habe, wenn ich mal rausgehe.
Die ist nicht eine super dünne Jacke, die ist so ein Ticken dicker, was auch immer ganz gut ist, wenn es dann mal ein bisschen kühler wird. Und wie gesagt, die ist regenabweisend, die ist windabweisend, die hält dich super warm, eigentlich in fast jeden Bedingungen. Und man kann hier auch coolerweise, also es wird jetzt ein bisschen dauern, aber hier oben die Kapuze sozusagen verstecken, dann wird es so eine relativ normale Jacke. Wenn es denn aber mal kälter wird, habe ich natürlich auch eine dickere Jacke. Das ist hier jetzt so eine Puffer Jacket, die ich mir mal gekauft habe. Das einzige Problem, was ich ehrlicherweise mit der habe, ist, dass die keine Kapuze hat. Deswegen werde ich die wahrscheinlich irgendwann auch mal austauschen, weil ich da auch gerne Kapuze hätte. Aber das ist tatsächlich dann die Jacke, wenn es mal so ein bisschen kühler wird. Da würde ich dann tatsächlich auch mal einen Pulli drunter anziehen, wenn es richtig kalt wird. Das letzte Teil, was ich euch jetzt noch schnell zeigen möchte, bevor wir dann noch ganz kurz zu den Accessories kommen, ist tatsächlich mein Anzug. Also ich habe selbst auch hier einen Anzug, also das ist gerade hier natürlich der Sakko, den ich habe. Dazu gibt es dann nochmal so eine Anzugshose und natürlich auch ein Hemd, das ich immer ganz cool finde, was zumindest für mich aktuell auch den perfekten Fit hat. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen auf dem Video ja sehen kann, aber es hat auch so ein leichtes Muster. Und dazu gehört dann natürlich auch noch eine Krawatte. Ist aber ehrlicherweise gesagt das Teil, was ich wahrscheinlich am nächsten loswerde. Weil ich es einfach nie anziehe, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, so einen Anzug trage ich vielleicht ein, maximal vielleicht zweimal im Jahr. Das Hemd werde ich wahrscheinlich behalten und die Krawatte dann natürlich auch, falls es dann doch mal ein bisschen schicker sein sollte. Aber im Endeffekt den Sakko und auch die Hose hier, die werde ich dann wahrscheinlich weggeben. Der letzte Teil, über den wir sprechen werden, sind meine Accessories. Da habe ich einfach mal so ein paar Sachen zusammengesucht, die ich meistens täglich trage oder auch zu speziellen Anlässen. Aber es ist auch nicht so viel, dass ich sage, es wäre zu viel. Meine Accessories, die zeige ich euch auch so ein bisschen in Gruppen. Also ich habe hier sozusagen meine Wintersachen. Einfache Beanie oder Mütze. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, was der große Unterschied zwischen einer Beanie und einer Mütze ist. Aber ist natürlich für den Winter. Genauso wie die Handschuhe. Halten super warm, sind hier vorne aus Leder und harmierten so ein bisschen Stoff, damit es sich auch weich anfühlt. Dann gibt es natürlich die Accessories, die ich jeden Tag trage. Und das ist einmal der Gürtel. Den benutze ich natürlich für meine Hose. Dann habe ich hier noch meine kleine Uhr. Die trage ich eigentlich auch jeden Tag. Und meine drei Ringe. Ich finde Ringe immer eine ganz schöne Sache, weil das nochmal so ein bisschen was Besonderes gibt, meiner Meinung nach. Dazu trage ich dann noch so ein kleines Armkettchen, das ich mal geschenkt bekommen habe und das war es tatsächlich auch. Das letzte Accessory ist dann auch noch was, wo ich aktuell so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich es behalte und das ist hier so ein Hut. Tatsächlich habe ich mir den mal gekauft für Halloween, weil ich da so ein Halloween-Outfit mitgemacht habe und habe ihn tatsächlich behalten, weil ich ihn eigentlich ganz cool fand. Ich trage ihn ehrlicherweise super, super selten, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich ihn behalten werde. Finde ich aber an sich ein ganz cooles Accessory. Jetzt wisst ihr also, wie mein Kleiderschrank oder eher gesagt meine Kleiderstange aussieht. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, für mich persönlich war es die beste Entscheidung im Leben, dass ich das so für mich aussortiert habe. Ich habe weniger Stress, ich fühle mich einfach viel glücklicher mit den Sachen, die ich anziehe, weil ich tatsächlich auch einfach direkt an meinen Kleiderschrank oder meine Kleiderstange eher gesagt gehen kann und ich greife mir einfach irgendein T-Shirt, irgendeine Hose und dazu irgendein paar Schuhe und weiß ganz genau, alles passt auch zu dem Kleidungsstück. Also verliere ich gar nicht so viel Gedanken drüber, irgendwas zu kombinieren oder irgendwelche Outfits zusammenzustellen, weil ich eigentlich immer weiß, das eine passt zum anderen. Wie gesagt, es spart mir extrem viel Zeit und Stress und ich würde es, glaube ich, persönlich jederzeit wieder zu machen, weil ehrlicherweise muss man auch sagen, wahrscheinlich die meisten Leute interessieren sich auch gar nicht für eure Outfits. Die wenigsten Leute werden sich wahrscheinlich heute noch daran erinnern, was ihr gestern getragen habt. Selbst eure Freunde und Familie können es wahrscheinlich nicht sagen. Von daher war das auch ein Grund, wo ich gesagt habe, damit geht es jetzt viel einfacher. Ich habe immer ähnliche Kleidung an und damit bin ich auch einfach viel glücklicher und trage auch vor allen Dingen alles, was da auf dieser Kleiderstange hängt. Und deswegen ist das auch mein Rat an euch. Tragt vor allem das, womit ihr persönlich glücklich seid. Macht euch aber bewusst, womit seid ihr eigentlich glücklich, wenn ihr diese Kleidung anzieht? Braucht ihr wirklich das alles, was ihr in eurem Kleiderschrank habt und zieht ihr wirklich jedes Teil davon regelmäßig an? Wenn nicht, würde ich immer sagen, könnt ihr es auch eigentlich aussortieren. Wie gesagt, wenn ihr euren Kleiderschrank aussortiert, habt ihr einfach viel weniger Stress, ihr verbraucht viel weniger Zeit darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Outfits, die ich gerne trage. Und es muss ganz sicher nicht der halbe Kleiderschrank sein oder so wenig Kleidung sein, wie hier jetzt gerade noch übrig ist. Wie gesagt, macht euch einfach klar, was tragt ihr gerne, was möchtet ihr auch in der Zukunft gerne weitertragen. Und die anderen Sachen, wie gesagt, könnt ihr guten Gewissens eigentlich immer aussortieren, weil ich bin immer der Meinung, bevor es jahrelang bei mir rumliegt und ich es nie wieder trage, gebe ich es lieber anderen Personen, die damit wahrscheinlich viel mehr
ich sag jetzt mal, Spaß oder auch viel glücklicher damit sind, als ich es zum aktuellen Zeitpunkt bin, weil sie es dann tatsächlich auch tragen. Und ganz ehrlich, die meiste Zeit werdet ihr wahrscheinlich genauso wie ich auch damals früher gewisse Kleidungsstücke so gut wie immer tragen und manche eigentlich gar nicht, sodass ihr sowieso eigentlich immer wieder die Outfits anhabt, die ihr sowieso noch im Kleiderschrank habt und die anderen Sachen mittlerweile schon gar nicht mehr beachtet oder gar nicht mehr wisst, dass die überhaupt da sind. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir ein Like da, aber schreibt mir vor allem in die Kommentare, wie viele Teile eigentlich gerade euer Kleiderschrank hat. Bis zum nächsten Video, schaut euch gerne mein letztes Video an, in dem ich euch zeige, wie ich eigentlich so meinen Alltag resette, wenn ich dazu die Möglichkeit habe. Sonst würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.